Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim heutigen Gameplay. Ich durfte mir vorab oder ich darf mir vorab Seven Guests anschauen. Seven Guests ist von Vertigo Games und ja, das Game hat 93 schon seinen Ursprung gefunden. Da kam es auf der DOS-Basis raus. Das ist natürlich jetzt hier ein komplett neues Spiel, Seven Guests, aber es ist halt eine Spielereihe. Ich selber kenne diese Spielereihe nicht. Ich habe mir jetzt Trailer angeschaut und das Ganze ist halt ja sehr rätsellastig. Wir haben ja eine mysteriöse Story. Scheint mir auch ein bisschen spooky zu sein. Wenn man die Musik gehört, weiß man auch schon Bescheid. Ja, wir testen hier eine ganz frühe Demo und ich bin echt mega dankbar, dass ich diese Demo hier testen darf, dass ich euch das hier vermitteln kann. Und ich habe selber noch nicht reingeschaut. Ich bin echt gespannt, was uns da erwartet. Das wird natürlich in der finalen Version alles noch anders aussehen. Es können ja eventuell jetzt gleich leichte Bugs auftreten. Das ist auch völlig normal bei so einer frühen Demo-Version. Und es kann sich noch viel ändern. Auch vom Menü her wird sich noch einiges ändern. Und ja, ich würde sagen, schlüpfen wir einfach mal in die Brille rein und schauen uns das Ganze mal an. Let's go! So, hier sind wir im Hauptmenü von Seven Guests und ja, schauen wir mal ganz kurz in die Optionen rein, obwohl die sich wahrscheinlich noch sehr ändern werden. Ja, hier haben wir die die View Controls, Move, Hold Down, to Sprint und so weiter und so fort. Also relativ einfach gehalten das Ganze. Controls kann man sich hier auch noch einstellen, was man hier haben möchte. Man wird am Anfang auch gefragt, ob man jetzt Teleport und so weiter nutzen möchte. Und welche die dominante Hand ist, wird man auch gefragt. Ja, wir haben jetzt hier Language. Ich glaube, es sind aber aktuell noch keine anderen Sprachen integriert. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Hier haben wir wieder ja, unsere normalen Audioeinstellungen, die wir sonst so kennen. Lassen wir einfach auch mal alles auf 100. Und ja, wie wir hier sehen, Bild 010843 Demo. Also kann noch alles, ja, viel, viel besser werden als das, was wir jetzt sehen. Aber ich bin echt gespannt. Also es soll eine halbe Stunde übertragen, das Ganze. Ich bin gespannt. Oh. Das sieht schon mal echt nicht schlecht aus. Wir sind auf dem Bötchen. Ach, guck mal hier. Aber wir haben hier ja, Totenhände. Sieht aber echt nett aus. Also ich spiele die PC-VR-Version. Es gab als Demo noch keine andere. Ach ja, auch wenn ich nur so mache? Ach, okay, also ich brauche nicht wechseln. I remember you, but I don't remember myself anymore. This place does that to you. But maybe we can help each other. Okay, also spricht jemand mit uns? So, ich mache ja immer den Test, ob ich alles berühren kann. Ach, das ist schon mal cool. Ich komme ja nicht durch solche Sachen einfach durch. Ne? Dann kann ich einfach durchglitschen. Das ist natürlich schön. Außer hier. Do you see your lantern? Take it. Ah, guck mal hier. Hold Trigger to equip the... Ah, okay, wenn ich sie loslasse, ist sie weg. Wenn ich Trigger halte, ist sie wieder da. Und ja, hier können wir ein paar Sachen uns dann anschauen. Mit dieser ja, Geisterlampe. Spirits sind ja eigentlich Geister oder Seelen, ne? Okay. Wollte doch meinen. Na, guck mal. Ah, so kann man ein paar Sachen reparieren. Das ist cool gemacht. Legendary Stuff Exclusive. Ach, was? Nein. Also die Geräusche sind auch nicht so schlecht. Habe ich denn Inventar oder sowas, wo ich mir das dann... X guests have for an Excel house of the... Also wir sind zu irgendeinem Haus, glaube ich, eingeladen. So, reparieren wir das Ganze mal hier.
lantern brings back objects from the past and even fixes them. It makes the house remember how it used to be. Also Vertigo Games weiß ja echt, wie gute VR-Spiele gemacht werden. Auch schon sehr, sehr erfahren. Na, Bordel voll rum hier. Ne, scheint dabei ja Wein zu sein. The gate is missing something. It's missing something. Okay. Der hat nur ein Auge und der lässt bestimmt dann auch. Haha. Also sowas habe ich im Trailer gesehen, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich hätte schon gespielt. Old man Stealth built a house and filled it with his toys. Okay. Six guests came one night. Their screams did all the noise. Boah, hat schon was Gruseliges, muss ich sagen, diese. Wie in guten Horrorfilm. Ich mag kein VR-Horror. Okay. Okay, wir haben gar keine andere Chance, wir werden reingezogen. Lassen wir uns mal überraschen. Boah, das sieht cool aus. Schau mal, wie der Staub da von der Lampe runtergeht. Oder. Ja. Also, das sind jetzt keine. Ach, guck mal. ist der Effekt direkt weg. Das sind jetzt keine Spinnweben, die da so ein bisschen flattern. Können wir Sachen öffnen? Nein. Okay. Hallo. The Toymaker's house. I need to remember what happened. I remember his voice playing on a record. There should be a gramophone here, right in the foyer. Okay, ja mal. Also, ich glaube in der fertigen Version. Ach, guck mal her. Puzzles for you if you're stuck. Don't worry. Also hier müssen wir irgendwas haben. You brought it back. Back from that evil night. In der fertigen Version wird es wahrscheinlich definitiv auch Untertitel geben. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Sprachausgabe geben wird. Glaube ich aber nicht. Welcome to my house. I'm so pleased to see you've all answered my invitation. And tonight promises to be a night full of surprises. Solve my puzzles. Nie verkehrt, ne? Perhaps you'll walk out of here with your heart's most secret desire. Do leave your luggage in the foyer for now, as I have prepared a warm welcome for you all in the dining room. I remain your humble host, Henry Stauff. This house is filled with memories. If you find them, we can learn what happened. I'll show you. You just have to stand in the right place and look. Na komm, dann schauen wir mal. Wir sollen uns hier hinstellen? Oder? Jetzt verstehe ich das erst. Mit der Lampe sieht man immer das, was früher mal war. Guck mal, hier wird dann auch direkt sauber. Okay.
Feeling disconnected? Okay, ich versuche noch mal reinzustellen, aber ach, guck mal, ich muss da länger drauf halten. Edward? Ja? We're so far from everything. Cool. And what about the rumors? Eleanor, they're just that. They're rumors. Okay? Das ist echt cool. To make a good first impression. Stauf has spent his fortune wisely. You mind the smell? Bit dreary in here, don't you think? Martine, Burden, maybe you've seen me on Broadway. Regrettably not. Brian Dutton, you're on business. A colleague of Mr. Stauf's, that must be nice. I've never met the man, though I am intrigued by his success. Hallo? Also scheinen wir wirklich Schauspieler zu sein. Die sind ein bisschen noch mit Illusionist extraordinaire. Comic gemacht worden, so Comic-Look. The Hine Hotel. I don't suppose you know the toy maker either, do you? No. But I heard he was run out of town. What did happen to the children? Oh, pish posh. Where's the dining room? Stop. A premonition. Ah. Oh. Spirit dictates it's this way, my queen. If you say so, magic man. Wer bist du denn, Kleiner? Oh, da war der Kleine aber weg. The clock. Every time you hear the clock chime, new rooms can be explored. This one I still remember. Follow me. Follow me. Wo geht's denn hin? Nach oben? Also über diese 3D-Animationen hier, diese Schauspieler, habe ich eben noch mit dem Doc drüber gesprochen. Und das ist natürlich echt cool. That's Henry Stauf, the wicked toy maker. Wer den Doc nicht kennt, Zitronenarzt, VR, definitiv. Mal reinschauen. Boah, das sieht aber echt cool aus. Ein schönes altes Herrenhaus. Spirit you board. Seem to know all about me, Mr. Stauf. Oh. But care to tell me about you and your magic? He was a foundling. Well, this is forced cool to awesome. Grow up in a grim and grimy orphanage. A quiet child without any friends. So he made his own. Soon he discovered he could entertain the other children with the puppets he had made. Everyone loved the shows young Henry put on. He's disappear. Da ist ein Schlüssel. Aha, haben wir schon mal ein Rätsel, ne? Nein. Oh, there must be a way to get that key. Okay. Nicht mit mir. War jetzt Zufall, dass ich wirklich. Sollen wir hier so probieren? No, it's a classic magic hat. But things are not always what they seem in this place. Aber okay, wir müssen hier bestimmt ran. Was haben wir hier? My dear Mr. Temple, I vividly remember seeing you perform amazing telepathic feats at many venues when I was younger. And so it warms my heart to see you on my own humble stage tonight. But this is no ordinary night.
as I have prepared a special mystery for you to solve. And in return, I can offer you whatever you can imagine. You, as a man of magical abilities, should feel right at home in this mansion, alive with clues. But be warned, all the other guests are working on the same conundrum. And before this night is over, you must figure out what is to be done. Taking a shot is all part of the game. Meanwhile, I remain your loyal fan. Henry Stauff. Ach, guck mal, ich kann bestimmt. Another hat locked inside a box. I get it, Stauff. You want me to play escape artist. So. Jetzt muss ich einen hier hinstellen. Und dann muss ich auf die Seite rübergehen, dann kann ich mir den schnappen. Aber der geht nicht mehr auf, weil da der Koffer steht. Okay, warte mal. So. Haha. Komm, komm, komm. Bitte nichts Gruseliges. Also doch nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, dass der dafür wäre. Oder hier? Okay, man braucht zwei. Da ist auch noch einer, okay. Ist auch cool, dass er genau da so schön liegen bleibt. Dass er hier jetzt ein bisschen geblockt ist. So. Schwupp. Nächstes Rätsel. Ein Hase. Hase, Puppase. Ein Hase. Ich kann das nicht drehen. Nee. Aber auf dem Bild hier. Was haben wir denn hier? Der muss so rausgucken, vielleicht. Wir probieren es mal. So, und hier? Ah. Man muss wirklich immer darauf achten. Was hat man hier? Was sind das hier für Symbole? Ach, guck mal, diese Zerschneidungsteile. Okay, schauen wir mal. Hier gucken die Füße raus. Haben wir auch. Da guckt der Kopf ein bisschen raus. Aber nee, nur ein bisschen, ne? So bis zur Nase. So. Und der ist oben. Ich würde jetzt fast sagen, dass der oben ist. War nicht recht, ganz richtig. Rabbits out of hats and sawing a lady in half. Stauff sure loves the classics. Ach, guck mal, jetzt habe ich kleinere Hände. Aha. Das ist cool gemacht mit dieser Lampe. Das müssen wir uns aber erstmal anschauen. Was wir denn damit für eine Möglichkeit jetzt hätten. Oh, ich erschrecke mich immer.
Vielleicht da rein? Kann man die Schlüssel wieder rausholen? Nee, okay. Was ist das denn hier? Passt da die Münze dran? Aha, jetzt müssen wir noch eine Münze haben, ne? Irgendwas habe ich übersehen. Hätte sein können, dass hier noch welche drunter sind, ne? Was ist hier? Ah, da ist eine Münze. Schau mal hier. Da können wir was machen. My hand wouldn't fit through this hole. It's a tiny hand, might. Nächste. Cool, ich mag solche Rätsel. This looks like a job for the incredible shrinking hat. Deshalb ist da auch diese Bank, die nicht weggeht. Ja. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Macht. This next trickery? So. Komm, einer. Presto. Now, let's see who's hiding in here. Oh. Oh, Junge. Wer warst du mal? Ne, so ganz in so, was müssen wir denn? Zum Leuchten bringen. So, weg, 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 weg. Okay, Mr. Stauff. I know you're here somewhere. I know you can hear me. Oh. Aber das zu, da geht jetzt nichts mehr, ne? Aber hier sind wir durch. Das war das, die Demo schon. Also, jetzt sind wir wieder hier im Hauptmenü. War jetzt relativ kurz, aber ich fand die Rätsel jetzt für den Anfang schon mal ganz cool. Und ja, man kommt ja von Raum zu Raum, wird natürlich dann immer kniffliger und ich freue mich schon mega auf das Game. Ist genau so, sowas mag ich. Natürlich wäre so ein kleiner Koop-Modus auch cool, wo man so ein bisschen miteinander rätseln kann. Das wäre noch echt nice, wenn das ja da reinkommen würde, aber wird erstmal ein Singleplayer. Aber ich finde es cool gemacht, auch eine Story. Ich hoffe, dass hier wirklich deutsche Untertitel wenigstens kommen. Deutsche Sprachausgabe wäre natürlich noch mal besser, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber mit deutschen Untertiteln ist es ja auch schon mal ja, uns geholfen. Ich verstehe halt das meiste, aber ja, es ist einfacher, wenn wirklich alles auf Deutsch steht. Dann kann man entspannter rätseln. Ja, Leute, was sagt ihr zu der Demo? Ich bin gespannt auf eure Reaktion darauf. Gerne unter die Kommentare rein damit, was ihr zu dem Spiel sagt oder zu der Demo. Und freut ihr euch auf das Game oder sagt ihr so, nee, ist nicht mein Genre? Also wie gesagt, gerne mal eure Meinung in die Comments rein. Und ja, ich danke euch für die Aufmerksamkeit, für das Anschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und ja, ein Like auf das Video würde mich natürlich auch freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.